Also, ich habe mal in einer Rolle, eine Rolle erhalten vom Vatikan, die lautete Amore e Silenzio. Also, Liebe und Schweigsamkeit war da die Überschrift, die Methodenlehre des Betens oder des Gebets, die Methodologie des Betens, wenn man das so nennen darf, weiß man nicht. Ich weiß es ja nicht, man das so sagen darf. Was ich mich noch erinnern kann, es ging da um den Akt des Glaubens einerseits, aber auch da des Aktes der Zuversicht, also des Hoffens. Und um die Liebe, also die Karität, also die karitative Zuwendung der Nächstenliebe, aber auch die anderen Formen der Liebe. Und um den Ratschluss, Consigli. Und es ging auch um den Beitrag der Vorstellung, des Vorstellungsvermögens, der Imagination. Dann wurde auch gesprochen von einem Schlussteil oder einer Deduktion im Gebet von länger anhaltenden, permanenten, ausharrlichen Beten. Grüß Gott. Frau Wolfsberger, was haben Sie denn gleich gekriegt? Ja, ich weiß nicht, wenn unten was das aufgemalt ist, ob es stand. Ah, danke, mein Engel, gell? Das ist der Erzengel. Das habe ich noch nie gesehen. Frau Wolfsberg, ich tue gerade aufnehmen, weil ich gerade was vom Beten gekriegt habe, gell? Jetzt muss ich abschalten, gell? Aufnehmen.